Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Unboxing von Tekken 8 Collector's Edition. Am Ende gibt es noch einen kleinen Reminder bzw. eine kleine Überraschung. Und ich wollte mal sagen, wir packen mal das gute Stück aus. Ne? Hier oben ist erstmal Tekken 8. Vorne ist Shin Katsuya und nicht Heihachi, sondern der dazwischen Katsuya. Die Seite ist, ich weiß gar nicht, wie heißt, auf alle Fälle Katsuya. Hier ist Shin Katsuya. Rückseite ist T8 und hier unten sehen wir nichts, weil ich falsch rum ist. Ab 8. PGI 15 Plus. Blabiblub an der Namco. Komm mal rein. Ich habe weitestgehend schon mal alles angeguckt, ob irgendwelche Beschädigungen sind. Sie sind nicht. Hier ist auf alle Fälle schon mal das gute Stück. Das Spiel. Ultimate Edition. Ihr könnt noch mal ein bisschen gucken. Es ist enthalten ein Steelbook, das Spiel, zwei Discs, wenn ich weiß, nicht zwei Sticker, die man hier so aufbügeln kann auf Hosen oder ähnliches oder auf, kann man so auf Pullover aufbügeln, weiß ich gerade gar nicht. Ja, eins passt für spielbare Charaktere, bedeutet, es kommen hier vier zusätzliche Charaktere, kommt das jetzt ja noch raus. Alte Charaktere, neue Charaktere, ich weiß es nicht genau. Wird mal sehen. Ein Charakterkostüm Gold Suit Paket. Und ja, was für die kleinen Minifiguren, weil es gibt ja diesen anderen Modus. Und dann haben wir Metal Plate. Wird auch ein Mikro ein bisschen ran. Hier steht plus 8, Tekken 8 drauf. Ist halt aus Metall oder aus Blech, könnte man sagen. Dann haben wir hier diese komischen Teile, die man dann schon so den Sticker. Das kenne ich gar nicht, ich weiß nicht wie rum. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch mal so eine Corporation oder sowas. Das ist das. Dann haben wir hier natürlich das Spiel. Die Codes könnt ihr euch angucken, sind alle schon eingelöst. Das sind die 2000 Units für den Bandai Namco Store. Wenn ihr im Bandai Namco Store einkauft und ihr habt 1000 Units, dann könnt ihr, glaube 20% Rabatt bekommt ihr auf eure Bestellung. Automatisch noch oben drauf. Falls ihr noch Rabattcodes habt, dann sogar noch mal mehr damit. Ne? Hier ist dann die Beschreibung. Hier ist der digitaler Code für die Ultimate Edition. Alles schon eingelöst. Das habe ich einfach mal vorher gemacht. Dann haben wir hier diese eine wunderbare Blu-ray Disc zum Installieren und Spielen von dem Spiel. Und einen schicken Pappschuber. So, das kommt mal hier wieder rein. Dann haben wir hier ein super cooles Steelbook. Ich hoffe, ich bekomme es mal leicht auf. Da war noch was drin. Hier ist dann das Bild. Katsuya und ich will mal Saitama sagen, aber der heißt nicht so. Jin Katsuya, die Seite hier und ich weiß gerade den Namen nicht. Ne? Platz für zwei Disc. Verstehe ich nicht. Muss ich so sagen. Hier sind noch so eine Karten. Tekken 8. Auf der Rückseite sind dann hier so ich sag mal Charakterkarten, Profilkarten. Jin. Obwohl, vielleicht steht noch der Name drin. Wir schauen mal rein. Es ist ganz schön doof. Fuck. Man bekommt sie einfach nicht raus, ne? So. Jin Katsama, so heißt er. Heißt er Katsuya Katsama? Hat die ganze Zeit den Vornamen gesagt? Heiligste Karate, Rage Art, Polar Demon, Couch, Hesmash und so weiter. Hier könnt ihr es jetzt besser erkennen. Autofokus. Der hat keinen Bock, muss ich besser sagen, ne? Gut, kann ich nicht machen. Katsuya Mishima. Jun Katsama, seine Mutter. Hier kleben zwei Karten zusammen, nicht so cool. Lars Exen Alexandersen. Ling Xiang. Claudius Zafriano. Asuka Kasama. Wir schauen nur noch mal kurz, ne? Ich hoffe, die Bilder könnt ihr wenigstens einigermaßen erkennen. Oh, meine Katze dreht durch. Kein Traum, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ja, so ein paar Charakterkarten, was sie können, Spezialfähigkeiten und ähnliches. Ah, die kleben wirklich zusammen, ne? Echt grausam.
Dina Williams? Wo kommt die denn jetzt her? Ling Xiang. Ich werde den Namen, glaube ich, nicht kennen. Das ist, glaube ich, ein neuer Charakter, soweit ich weiß. Ich glaube, da habe ich gehört, dass er neu sein soll. Und sie. Ich werde die Karte nie wieder hier reinbekommen, ne? So, dann haben wir hier nochmal so ein Teil. Da steht ein T8 drin, da waren die Spiele drin, das Spiel. Und dann kommen wir zum Herzstück. Der Inhalt der Lehre. Guckt euch an. So sieht die Box der Lehre aus. Ich dachte, ich sag's euch auch noch, das zeigt euch auch mal. Und hier haben wir dann den Katze. Die Hose sieht auch sehr wertig aus. Dann ist hier noch Kabel. Das bedeutet, sie ist beleuchtet. Hier ist der Flügel, der kommt auf die Rückseite. Was das ist, weiß ich noch nicht genau. Und eine Münze. Jetzt seht ihr mal die Rückseite. Dann würde ich mal sagen, wir packen das Herzstück noch mal aus, oder? Wie? Ich müde mich mal ganz kurz. Wie steht ihr denn zu Tekken? Seid ihr Tekken-Fan? Seid ihr Mortal Kombat-Fan? Street Fighter? Es gab noch eine viele Serie, ne? Oder das andere. So, hier ist dann das schöne Stück. Hier kommt das USB-Typ-C-Kabel rein. Finde ich super. Hier seht ihr Jin. Die Hose tut sie echt wertig an. Ist auch echt gut gemacht. Hier könnt ihr vielleicht noch mal ein paar Details erkennen, wenn der Autofokus mitmacht. Ich mache mal so diesen hier. Hier seht ihr auch die Dämonenstreifen in seinem Gesicht. Und dann habt ihr hier die Hose schwarz und weiß mit den jeweiligen Tribals drauf. Hat einen coolen Look. Hier unten steht noch Tekken 8, blablabla, Bandai Namco, habt ihr nicht gesehen. So, dann tun wir uns mal den Flügel hier noch an. Ach, der leuchtet auch. Ah, da ist eine Steckverbindung auch. Also der Flügel würde dann leuchten. Ich werde euch einen Short machen für YouTube, wie es dann aussehen wird. Und so sieht es mit Flügel aus. Der wird dann komplett leuchten, wie es aussieht. Der ist so ein bisschen durchzogen. Dann haben wir noch. Da kein Mensch ran. Doch, hier, warte. Hier haben wir noch eine Münze. So eine Fight-Münze, sag ich jetzt mal. Dann haben wir hier noch so ein kleines Ding. Es kribbelt. Also ich müde mich mal ganz kurz. Es ist offen. Mal sehen, was wir hier haben. War nicht ein Ring dabei? Könnte das der Ring sein? Oh ja. Oh, ein schöner wertiger Ring. Hat ein gutes Gewicht. Sieht dann so aus. Das von oben. Passt. Ah, nee, nee. Passt mit dem kleinen Finger. Ja, ist aber ein cooler Ring, muss ich sagen. Ich muss mal gucken, ob der echt Silber ist. Ob das irgendwo drauf steht. Oder ob das zumindest auf der Verpackung drauf steht. Ansonsten ist es hoffentlich googelbar. Ich schaue es gerade mal hier. Stand es, glaube ich, nicht drauf, ne? Das ist was die Ultimate Edition, was da drauf stand. Es gibt keine Infos weiter, ne? Also selbst auf der Box steht weiterhin, steht weitestgehend nicht drauf. Schaut mal hier. Deutsch, 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 Deutsch. Figur, es handelt sich hierbei um eine. Nicht um ein Spielzeug, sondern um eine Sammelfigur. Das war die Collector's Edition. Jetzt zu dem Spiel. Ich sag mal so, wie es ist, ne? Ich habe die kurz eingelöst und ich habe eine digitale PlayStation. Das bedeutet, ihr könnt das Spiel gewinnen. Das hier ist euer Spiel. Ihr müsst dafür nur eins tun. Nehmt euren Lieblings-Tekken-Charakter oder Tekken und Tekken-Teil. Also Lieblingscharakter, Lieblingsteil. Und das war's. Das schreibt mir unten in die Kommentare rein. Dann werde ich euch irgendwann auslosen. Ich kann euch noch nicht versprechen, wann. Ich denke mal, das wird hier in 2 Wochen dauern. Dann wird es durch sein. Dazu würde ich dann mal sagen, ihr müsst bedenken, bitte 18 Jahre sein oder ein Verständnis eurer Eltern. Ihr müsst wissen, dass ich eure Adresse brauche, beziehungsweise eine Adresse, wo ich das Spiel hinschicken kann. Und das war's. Also ihr bekommt das Spiel. Nicht die Collector's Edition, nur das Spiel. Die Disc mit ein paar Gimmicks vielleicht noch. Die Codes sind eingelöst. Tut mir leid, aber ne?
Irgendwann werde ich mir vielleicht auch Tekken 8 holen. Das bedeutet, ihr könnt Tekken 8 auch keinen Content so schnell von mir erwarten. Steelbook werde ich vielleicht auch mitgeben. Kann ich noch nicht versprechen, weil ich habe einen jemanden, der Steelbook sehr gerne mag. Jetzt dreht die Katze durch. So, und ich würde mal sagen, habt ein schönes Wochenende. Das Video dürfte Freitag, Samstag rauskommen. Was sagt ihr zum Unboxing? Schaut gerne weiterhin auf dem Kanal zu. Es gibt viele coole Sachen und bis zum nächsten Mal. No,